Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video für das Projekt Starke Stimmen von Frauen für Frauen, in dem Mamas von ihren Geburtserfahrungen berichten. Mein Name ist Lara Gente, ich bin 36 Jahre alt, habe selbst 4 Kinder auf die Welt gebracht und bin Hebamme. Und ich freue mich sehr darüber, dass ich euch heute die Irene Kainz vorstellen darf. Eine ganz wundervolle Frau, sie ist Shiatsu-Praktikerin, Körpertherapeutin. Und wir haben uns vor einigen Jahren auf Koh Phangan in Thailand persönlich kennengelernt und ich hatte die Chance, etwas Zeit mit ihr zu verbringen und kann es wirklich kaum erwarten, jetzt gleich ihre ganz besondere Geburtsgeschichte mit ihrem Sohn, mit ihrem ersten und einzigen Kind mit euch zu teilen. Ja, bevor ihr euch das Video anschaut, in dem ihr sehen werdet, mit was für einem unglaublichen Draufblick sie auf ihre Geburt schauen kann und was sie alles an Mustern bei sich selbst erkannt hat, möchte ich euch auf eine Sache aufmerksam machen, die sie anspricht, und zwar eine Dissoziation zwischen Körper und Seele. Und das ist ein Phänomen, das tatsächlich vielen Frauen passiert. Unter der Geburt mich eingeschlossen, als ich meinen Sohn bekommen habe, mein erstes Kind, ging es mir genauso. Ich bin mit dem Gefühl in die Geburt gegangen, dass ich ja schon alles weiß, da ich selbst Hebamme bin und dass ich ja schon viel gesehen habe, dass ich weiß, was ich möchte, was ich nicht möchte und dass es schon irgendwie gut gehen wird. Ich hatte auch diesen unbewussten Wunsch, im Nachhinein konnte ich das ganz bewusst sehen, dass ich meinen Kolleginnen, das war der Kreissaal, in dem ich selbst gearbeitet habe, auch zeigen wollte, wie unkompliziert und ja einfach ich selbst als Erstgebärende mein Baby als Hebamme bekommen kann. Und das hat dazu geführt, zum einen dadurch, dass ich Hebamme war, dass meine Kolleginnen dachten, ich brauche gar nicht viel Betreuung, ich brauche nicht viel Unterstützung, dass sie mich ziemlich haben machen lassen. Das gleiche ist auch bei der Irene passiert, die ja Körpertherapeutin ist und ihren Körper auch sehr gut kennt, was dazu geführt hat, dass die Hebamme auch angenommen hat, dass sie gar nicht so diese Unterstützung braucht. Und das unterstreicht einfach nochmal, dass wir unter der Geburt einfach Mamas sind und dass wir wie alle anderen Frauen auch positive Zuversicht, Bestärkung und auch Berührung brauchen. Das ist auch was, was die Irene angesprochen hat. Berührung ist was, was unter der Geburt ganz viel signalisieren kann und was insbesondere auch zeigen kann, in welcher Verkrampfung wir eigentlich sind, obwohl wir es gar nicht wirklich merken. Ich hatte leider niemanden, der mich unter der Geburt meines Sohnes mal in den Arm genommen hat, sodass ich das hätte spüren können. Bei der Irene, sie wird es euch berichten, gab es eine dieser Situationen und ich möchte euch kurz ein Beispiel geben von einer Lehrhebamme, an die ich mich besonders erinnere, die, wann immer sie einen Kreissaal beim Schichtwechsel betreten hat, als allererstes, bevor sie sich vorgestellt hat, die Frauen einmal ganz fest in eine innige Umarmung genommen hat. Und bei jeder einzelnen Frau, die ich mit dieser Hebamme betreuen durfte, konnte man buchstäblich sehen, wie die Anspannung, die die Frauen vorher gar nicht als solche wahrgenommen haben, von ihnen abgefallen ist und wie sich die Spannung dann auch in Tränen lösen konnte, in Tränen der Erleichterung, dass da jemand ist, der sie berührt, der diese Zuversicht gibt, der die Nähe gibt und ja, der ganz klar und körperlich auch signalisiert, dass diese Frau jetzt nicht mehr alleine ist, dass sie sich nicht alleine fühlen muss und dass sie liebevoll begleitet wird. Ja, es ist ein ganz großes Thema, dass wir mit unseren Körpern verbunden sind unter der Geburt, dass wir nicht den Fehler machen, dass wir einfach nur auf der mentalen Ebene denken, ja, es ist alles bestens, während unser Körper immer mehr verkrampft. Sobald Muskeln sich verkrampfen, werden sie dicker und in unserem Becken ist nicht ganz so viel Platz. Das heißt, ihr könnt euch bestimmt vorstellen, dass es natürlich mit umso mehr Schmerz verbunden ist, ein Baby durch ein völlig verkrampftes Becken zu schieben, umso verkrampfter wir sind. Das ist dieser typische Angstverkrampfung, Schmerzteufelskreis nach Grantley Dick Reed. Das ist ein wundervolles Buch, das kann ich euch sehr empfehlen. Das heißt, Mutter werden ohne Schmerzen.
und sollte eigentlich die Grundlektüre sein für jede Schwangere, der beschreibt, wenn Frauen Angst haben, was machen wir? Wir ziehen die Schultern hoch, wir beißen den Kiefer aufeinander, wir ballen die Fäuste und wir sind einfach in der totalen Anspannung. Wir sind in Fight or Flight. Im vegetativen Nervensystem ist der Sympathikus am Arbeiten. Und in dieser Position, in dieser Anspannung, ist es unmöglich, weich und weit zu werden, loszulassen, mitzugehen, alles, was Geburt ausmacht. Und natürlich, wie gesagt, führt diese Verkrampfung zu mehr Schmerz und der größere Schmerz wiederum zu mehr Angst. Und schon sind wir mittendrin im Angst-Verkrampfung-Schmerz-Teufelskreis. Ja, das, was der Irene bei ihrer Geburt passiert ist, das, was mir bei meiner Geburt passiert ist, ist eine teilweise Dissoziation zwischen Körper und Seele. Das kann natürlich noch viel intensiver werden, zum Beispiel, wenn die Geburten von den Frauen als traumatisch empfunden werden. Also wenn sie das Gefühl haben, dass ihnen die Geburt total entglitten ist, wenn ihnen Dinge widerfahren. Also das gehört mit zum Traumaerleben dazu, dass Frauen oft gar nicht sagen wollen, dass sie was erlebt haben, weil dieses Erlebnis gar nicht in ihre Realität passt, also in das, was sie sich vorher als Illusion an Kontrolle aufgebaut haben. Somit ist vielleicht das bessere Wort, dass es ein Widerfahren war, also etwas, was den Frauen widerfahren ist. Und die typische Reaktion auf erlebte Geburtstraumata ist eine Desintegration in die Lebensgeschichte, also das heißt, die typische Reaktion von traumatisierten Frauen ist, dass sie diese Gefühle, dieses Widerfahren wegschieben aus einem guten Grund, aus einem Selbstschutzmechanismus, nämlich um alltagsfähig für sich und für ihre Kinder selbstverständlich bleiben zu können. Und es ist ein langer Prozess und es braucht auch Mut, da dann wirklich hinschauen zu können, das zu sehen, was einem widerfahren ist und diesen Schmerz zuzulassen, ihm auch Raum zu geben, was ganz bestimmt eine Herausforderung ist, wenn man Mutter von einem oder mehreren Kindern ist und dann Schritt für Schritt dieses Widerfahrnis in die eigene Lebensgeschichte zu integrieren. Ja, ihr werdet sehen in der Geschichte, die die Irene euch gleich erzählen wird, wie sie sich selbst auch im Rückblick wahrgenommen hat. Schaut euch dieses Video unbedingt an. Es ist super faszinierend zu sehen von einer Frau wie ihr, die ein unglaubliches Bewusstsein hat, sehr viel Erfahrung, wie sie das alles einordnet, was ihr in der Zeit, in der sie noch zu Hause war, und auch in den letzten Tagen der Schwangerschaft, was sie da alles gefühlt und empfunden hat. Und natürlich auch, wie das dann nach der Verlegung in eine Klinik für sie weitergegangen ist. Ja, ich wünsche euch ganz viel Freude beim Anschauen dieses Videos. Wenn ihr möchtet, dann freut sich die Irene ganz bestimmt über einen Daumen nach oben beziehungsweise auch über Kommentare. Sie wird die Kommentare lesen und euch bestimmt auch darauf antworten. Ihr findet alle Infos zu ihr in der Infobox, wenn ihr mehr über die Irene erfahren möchtet. Und wenn ihr selbst schwanger seid oder wenn ihr einen Kinderwunsch habt, wenn ihr ein traumatisierendes Erlebnis hattet bei vorangegangenen Geburtserfahrungen und proaktiv damit arbeiten möchtet, schaut gerne auch in die Infobox. Ich arbeite in einem 8-Wochen-Kurs, in dem Angstfrei-Gebären-Intensivkurs, mit Frauen zusammen, die ihre Erlebnisse positiv bestärkend in ihre Geschichte integrieren möchten und die Bindung zu ihren Babys stärken möchten, ganz viel über Geburtshilfe erfahren möchten, über altes und modernes Hebammenwissen und das Risiko einer Retraumatisierung deutlich verringern wollen. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Irenes Geschichte. Hallo, mein Name ist Irene Kainz und ich nehme sehr gerne diese Einladung von Lara an, im Starken Stimmen-Projekt über die Geburt meines Sohnes zu erzählen vor über 12 Jahren. Ich bin Mama von einem Kind, also das war meine erste und einzige Geburt und ich war zu diesem Zeitpunkt auch schon
Shiatsu-Praktikerin, das heißt Körperarbeiterin. Ich habe mich zu diesem Zeitpunkt sehr viel mit dem Thema Körper auseinandergesetzt und war auch sehr gut in meinem Körperbewusstsein und allgemein schon lange darauf ausgerichtet, körperlichen Prozessen in ihrer Natürlichkeit zu folgen. Das heißt, für mich war es relativ klar von Anfang an, dass ich eine Hausgeburt haben möchte. Und es war dann für mich in Österreich gar nicht so einfach, damals eine Hebamme zu finden, die mich in einer Hausgeburt begleiten würde. Noch dazu war ich damals in einer Wohnung, wir haben damals in einer Wohnung gelebt, wo ich mir das auch gar nicht so sicher vorgestellt habe, dort diese Geburt zu vollbringen, weil ich das Gefühl habe, es ist doch eine sehr hellhörige Wohnung und ich mich da nicht wirklich völlig in der Vorstellung schon wohl gefühlt habe und mich entspannt habe. Das heißt, es sollte zwar eine Hausgeburt sein, aber nicht bei mir zu Hause. Und ich habe dann aber tatsächlich eine Hebamme gefunden, die sehr erfahren war in der Begleitung von häuslichen Geburten. Und die auch gerade in dem Prozess war, ein kleines, feines Geburtshäuschen auf ihrem Grundstück, das nicht allzu weit weg war von dem, wo wir wohnten, einzurichten. Also wirklich so ein ganz kleines, schnuckeliges Häuschen mit eigentlich nur einem Raum, mit einer großen Badewanne und Badezimmer dazu und noch so einer zweiten Ebene, wo man so eine Art Leiter drüber hinaufklettern konnte. Aber es war wirklich sehr kuschelig und sehr heimelig. Und das fand ich perfekt. Wir hatten noch dazu diese spezielle Situation, dass mein Partner, mein Elternpartner und ich damals ein Theaterfestival geleitet haben, das jährlich im Herbst, im Oktober stattfindet oder stattgefunden hat damals. Und die Geburt unseres Sohnes kurz davor errechnet war. Aber eben 2 Wochen davor, so hat sich das für uns ganz gut angefühlt und gespürt. Und genau so war der Plan. Und dann kam es aber so, dass meine Schwangerschaft, also das Baby, länger im Bauch bleiben wollte als der errechnete Geburtstermin. Und zwar nicht nur 1, 2, 3 Tage, sondern das ging auf 1 Woche zu. Und diese Hebamme war unglaublich unterstützend und ein Geschenk dahingehend, dass sie da wirklich gut für uns den Raum gehalten hat, immer wieder eingecheckt hat bei uns, ob wir auch uns noch sicher fühlen, ob wir uns noch wohlfühlen mit dem Gedanken, dass das einfach noch nicht so weit ist. Und wir waren eigentlich sehr zuversichtlich, wir waren sehr entspannt, sehr cool. Und so hat es 2 Wochen über den Termin gedauert, bis tatsächlich die Wehen eingesetzt haben. Ohne Einleitung, ohne irgendwas, auf einem ganz natürlichen Weg, 2 Wochen nach dem errechneten Geburtstermin. Und das war einerseits für uns, wir waren entspannt und das war cool für uns, von dem her, dass wir sicher waren, dem Baby ging es gut und wir wollen das auf natürliche Art und Weise. Auf der anderen Seite hat uns das aber in einen zeitlichen Bedrängnis gebracht, vor allem meinen Elternpartner, weil da die Premiere des Theaterfestivals immer näher kam. Und dieser Plan, so wie wir es gedacht haben, dass er noch 2 Wochen zu Hause sein kann, bis das Festival losgeht, einfach dahingeschmolzen ist, Tag für Tag. Und eines Morgens um 7 Uhr in der Früh bin ich mit den ersten Wehen aufgewacht. Und da war es dann für mich so, dass ich relativ schnell und zügig in dieses Geburtshäuschen wollte. Erstens, weil ich ja dafür da war und
und ich einfach auch diese Unterstützung von der Hebamme mir gewünscht habe. Und wir sind dann relativ, die Hebamme hat es nicht so schnell empfohlen, glaube ich, dass wir zu schnell kommen, aber wir haben uns einfach unsere Sachen gepackt und sind dann in dieses Geburtshäuschen gefahren. Und ja, also das war alles noch sehr, sehr im erträglichen Bereich, sage ich jetzt einmal. Die Wehen waren jetzt nicht so stark und auch nicht so oft. Ich bin dazwischen dann in die Badewanne gegangen, in die warme Badewanne. Da ist dann auch die Fruchtblase in der Badewanne geplatzt. Das heißt, ich habe das Platzen nicht mitbekommen. Aber es war dann für die Hebamme klar, dass sie jetzt offen ist. Und was da wundervoll war, so als Werkzeug, es gab da so ein Seil, das von der Decke in diesem Geburtshäuschen herunterhang, und da konnte man sich so dranhängen. Das fand ich ein tolles Mittel, um da wirklich so in diese Bewegung zu kommen. Allerdings sind meine Wehen nie wirklich stärker geworden und nie intensiver geworden und nie wirklich viel, viel, viel dichter geworden. Gleichzeitig möchte ich auch dazu sagen, es stimmt tatsächlich, was alle oder meine Mutter zumindest immer gesagt hat und ich immer wieder auch von anderen Müttern höre, dass die Erinnerung daran, obwohl so ein wesentlicher, ein ganz wesentliches Erlebnis in seinem Leben ist, die Erinnerung daran verblasst tatsächlich. Das heißt, wenn ich jetzt darüber spreche, die Wehen sind dann nicht wesentlich stärker geworden und auch nicht wesentlich zeitlich dichter, dann muss ich eigentlich auch schon gestehen, dass ich es wahrscheinlich auch gar nicht mehr so ganz genau weiß. Aber so ist meine Erinnerung und die erzähle ich jetzt eben mit dem Vorbehalt, dass es eine Erinnerung ist. Und so sind wir da irgendwie, sind die Stunden vorbeigegangen und es war da irgendwie sehr, ja, unaufgeregt, um nicht zu sagen gemütlich oder gechillt, in dem so gemütlich und gechillt, wie es halt sein kann, wenn man Wehen hat. Aber ich habe mich da auch immer versucht zu entspannen und ich hatte das Gefühl, das ist mir auch sehr gut gelungen. Heute, das weiß ich jedenfalls, weiß ich, dass ich da einen Trugschluss unterlegen bin und ich da etwas gemacht habe, was ich eigentlich als Körperarbeiterin besser wissen hätte müssen. Und das ist eben auch das, hoppala, dieses spannende Erlebnis dazu, dass die größte Lehre, die ich daraus ziehe, ist, dass das, wovon wir ausgehen, dass wir wirklich drauf haben und wirklich können, in Extremsituationen überhaupt nicht sicher ist, dass das so ist. Weil, und jetzt komme ich dazu, ich habe mir mental eingeredet, ich habe mir im Kopf eingeredet, ich bin entspannt. Das war ich auch, also ich war jetzt, also mental war ich tatsächlich entspannt. Ich war nicht in irgendeiner, um Gottes Willen, ich habe Angst oder ich weiß nicht, wie es geht, oder in irgendeiner, in so einer mentalen Unsicherheit. Das war ich ganz sicher nicht. Aber ich war nicht körperlich entspannt. Es gibt da diese Art von Dissoziation und das ist bei mir ganz sicher eingetreten, wo man sich mental in einem Feld aufhält und das körperliche Feld sich davon immer weiter auseinander bewegt. Und der Körper, der war nämlich nicht entspannt, der Körper, der war eigentlich so ganz, ganz, ganz schon angespannt und fest. Und die Krux an der Sache war aber, dass ich es nicht mitbekommen habe. Ich habe das kann ich heute erzählen, aber in dem Moment hätte ich das nicht einmal wirklich geglaubt, wenn du mir das gesagt hättest. Und interessanterweise ist aber auch diese Hebamme, die hat mich wahrscheinlich auch so eingeschätzt, dass ich das natürlich weiß und dass ich das am besten mit mir selber ausmache und dass ich das selber gut kann und weiß. Deshalb ist sie mir eigentlich immer eher fern geblieben. Sie hat sich schon auch oft im Raum aufgehalten, aber war da irgendwie so ein bisschen abseits. Hin und wieder hat sie mir Homöopathie angeboten.
Und mein Elternpartner, das hatte ich schon rausgefunden, das war mir nicht angenehm, wenn er zu nahe kam. Heute kann ich auch sagen, dass er wahrscheinlich in einer großen psychischen Belastung da gestanden ist, weil letztendlich ist es dann so herausgekommen, dass er direkt von der Geburt zu einem Fernsehinterview gefahren ist, das einen Tag vor der Premiere war. Also sie war unsere, diese Geburt war dann schon so knapp vor der Premiere, dass er schon wirklich wichtige Termine hatte, die er eigentlich nicht mehr verschieben konnte. Und das war für ihn ganz bestimmt eine große, große Herausforderung. Und das konnte ich irgendwie spüren, dass er mir dann nicht diesen entspannten Raum und diese wirklich entspannte Berührung bieten kann. Deshalb war es mir lieber, wenn er da auch nicht direkt an mir und neben mir war. Er war auch im Raum, aber auch weiter weg. Das heißt, ich war das sehr mit mir in Begleitung und Beobachtung, aber eigentlich auch allein. Und das hat mich in dem Moment überhaupt nicht gestört. Ich dachte, das war voll okay. Nur irgendwann ist dann, gegen Abend war es dann schon, die Hebamme gekommen und hat die Herzfrequenz des Babys gemessen und hat dann gesagt, also sie hat das Gefühl, dass die Frequenz schon ein bisschen runtergeht und dass sich das jetzt für sie nicht mehr so gut anfühlt und sicher anfühlt und sie würde jetzt vorschlagen, doch ins Krankenhaus zu fahren. Und das war für mich einerseits irgendwie überraschend, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass irgendwas schief läuft oder nicht gut läuft oder anders sein hätte sollen. Andererseits habe ich aber auch gemerkt, dass ich so, wie ich tue, nicht weiterkomme. Ich habe nicht gefühlt, dass irgendwas in Bewegung ist. Und ihr habe ich natürlich total vertraut und deshalb haben wir das dann so gemacht. Also wir sind dann mit dem Auto, das hat auch ganz gut geklappt. Ich bin halt irgendwie sehr eher gelegen als gesessen, aber es ging noch ganz gut. Wir sind dann mit dem Auto, das war sicher noch 20 Minuten, ins Krankenhaus gefahren und sind da ins Krankenhaus hinein. Das Gehen war ein bisschen schwieriger, aber es ist gegangen. Und da war ja dann ein Hebammenwechsel, weil meine Hebamme ja eine private Hebamme war und die nicht in diesem Krankenhaus die Verantwortung übernehmen durfte. Und so kam ein Hebammenwechsel zustande. Und diese Hebamme vom Krankenhaus, die hat mich dann mal so beim Arm genommen und hat gesagt, jetzt lassen Sie mal so richtig los, entspannen Sie doch mal. Und dadurch, dass sie mich da körperlich berührt hat, habe ich erst mitbekommen, richtig selber mitbekommen, wow, ich bin ja voll verkrampft. Ich bin ja absolut verkrampft und zwar so sehr, dass ich gar nicht mehr entspannen kann, dass ich gar keine innere Anweisung, keinen inneren Impuls da jetzt geben kann, der funktioniert. Ich entspanne mich jetzt, ich lasse da jetzt los. Und das war mir bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht bewusst. Und das hat mich dann schon sehr überrascht, weil ich ja eigentlich sehr wohl weiß, wie das geht und sehr wohl weiß, wie man gut mit seinem Körper in Verbindung ist. Und da war dann so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, hups, wow, also jetzt habe ich eigentlich da keine Möglichkeit mehr, irgendwie das von meiner Warte aus wirklich zu kontrollieren oder zu steuern oder da einzugreifen, was mein Körper braucht und wie das geht, was da jetzt kommen soll. Und sie haben mich dann an einen Wehentropf angehängt, also die Wehen wurden dann verstärkt, weil eben die Wehen auch schon schwächer geworden sind. Und das war eine intensive Erfahrung, weil dann die Wehen tatsächlich stärker geworden sind, aber es war nicht diese gleiche Art von Wehen, sondern es ist so, ja, ich habe es einfach gespürt, dass das forciert war, dass das nicht allein mein Körper war, sondern dass dann noch eine extra Kraft hinzugewirkt hat.
Und das waren schon sehr, also wenn ich vorher sage, diese Wehen, auch wenn sie natürlich Wehen waren, da war irgendwie was Rundes dran, mit diesem Wehentropf waren sie dann kantig und hart. Und vorher waren sie trotz allem irgendwie weich und rund, auch wenn sie natürlich mega kraftvoll waren und auch herausfordernd waren, aber da kam dann was, so was Kantiges hinzu. Kantig ist echt dieser beste Begriff dafür. Und nach ein paar Wehen war es dann auch klar, dass das so auch nicht wirklich funktioniert. Also mir war es das nicht klar, aber den Ärzten und der Hebamme war das klar. Und dann haben sie mir relativ bald empfohlen, einen Kaiserschnitt durchzuführen. Und da mein Kreislauf sehr stabil war, haben sie mir auch gleich im gleichen Atemzug empfohlen, das über einen Kreuzstich zu machen, also nicht über Vollnarkose. Und da für mich schon in dem Moment klar war, dass ich jetzt einfach dadurch, dass ich aus meinem Körper schon so dissoziiert war, nicht mehr viel machen kann und nicht mehr viel eingreifen kann und das Ruder da jetzt offensichtlich nicht mehr herumreißen kann in eine natürliche Geburt. Und es für mich schon so, es war eben nicht dieses Mitgehen mit den Wehen, wie ich mir das so vorstelle, sondern ich war schon so verkrampft. Es war alles nur mehr so eine einzige massive Anspannung, dass ich das sehr schnell eingewilligt habe, vor allem weil ich gehört habe, es geht über einen Kaiserschnitt. Ich kann bei Bewusstsein, es geht über einen, also der Kaiserschnitt geht über einen Kreuzstich, ich kann bei Bewusstsein bleiben und das Baby wird während meines Bewusstseins von mir, aus mir geholt. Und das waren alles sehr schnelle Entscheidungen, die ich jetzt so auch gar nicht bereue oder bereut habe. Eigentlich nie. Und dann kamen auch schon recht schnell die Anästhesisten und haben diesen Kreuzstich gesetzt. Und das war wirklich, das war eigentlich der schönste Moment dieses Geburtsverlaufes, muss ich gestehen, weil plötzlich wirklich so alles in mir entspannt hat, so in der Sekunde alles abgefallen ist, alles abgelassen hat. Und ich plötzlich auch mit den Anästhesisten da auch humorvoll sein konnte. Da kamen ein paar Witze und ein paar lustige Konversationen. Und das war wirklich so interessant zu erleben, wie rasant plötzlich sich alles entspannen kann. Und natürlich war es aber dann so, dass ich halt auch relativ schnell dann ab dem Unterleib auch natürlich betäubt war. Und sie haben dann den Kaiserschnitt durchgeführt, das Baby, mein Sohn, unser Sohn wurde geholt. Und das Schöne an dieser Situation war wahrscheinlich das Glücklichste, was meinem Partner hat passieren können, meinem Elternpartner, weil er war dann an der Reihe, das Baby in Empfang zu nehmen mit der Hebamme oder der Kinderkrankenschwester, der Babykrankenschwester, das Baby zu waschen, zu säubern und einfach zu begrüßen und in Empfang zu nehmen. Und da ist ganz viel, das sehe ich bis heute, Bonding zwischen Vater und Sohn passiert. Und das ist auch in den Erzählungen von meinem Elternpartner etwas, was er bis heute sehr, sehr wertschätzt und als kostbaren Schatz in seinem Herzen hält, diese Erfahrung machen zu dürfen, da ganz früh diese ganz engen Erfahrungen zu machen. Und und dann haben sie das Baby mir, nachdem es gewaschen wurde, auf die Brust gelegt, ich noch im OP-Raum, und dort durfte dann unser Bonding stattfinden. Und also da, wenn ich jetzt da so zurückdenke, merke ich, dass da ganz sicher, also ich habe da jetzt gar nicht so diese, wenn ich meinem Elternpartner zuhöre, wie er dieses erste Bonding erlebt hat, das ist für ihn heute noch immer sehr emotional. Und für mich kann ich nur sagen, dass es natürlich schön war, aber ich habe offensichtlich da aufgrund der Erfahrung, die davor passiert ist, mit dieser Mega-Verkrampfung, die dann künstlich gelöst worden ist und wo dann
eine Betäubung stattgefunden hat, eine Teilweise des Körpers, habe ich diese starke Erinnerung an diesen Bonding-Moment gar nicht mehr so. Also ich weiß, dass es schön war, aber ich kann mich emotional da gar nicht mehr so stark dran anbinden, an diesen Moment. Nichtsdestotrotz haben wir dann eine wunderschöne Bonding-Phase gehabt und das Geschenk auch für mich relativ schnell erkennbar in dieser Art der Geburt, nämlich durch Kaiserschnitt, war für mich absolut, dass ich dann doch 3 oder 4 Tage waren es, im Krankenhaus war, weil ja unser Geburtstermin schon so weit nach hinten verschoben war, dass mein Elternpartner eben dann keine Zeit mehr hatte, für mich zu Hause zu sorgen. Und diese Phase, was ich dann diese ersten paar Tage im Krankenhaus erfahren habe, war ich super dankbar, dass da Leute um mich waren, die mich versorgt haben, einerseits natürlich mit Essen, aber auch mit anderen Dingen, die ich fragen konnte. Zwischendurch war es dann auch so, dass meine Brustwarzen sehr entzündet waren und die Krankenschwester kam dann immer mit einem Laserstift und hat mir zwischen den Stillzeiten meine Brustwarze gelasert und das ging so wunderbar, dass von dem letzten Anlegen zum nächsten Anlegen das so weit verheilt war, dass es eben wieder ging, ohne dass ich mega Schmerzen hatte. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich das zu Hause gehabt hätte. Ich glaube, wir hätten, also die Stillerfahrung wäre eine andere geworden. Das wäre wirklich schwierig geworden, wenn ich so, also eine entzündete Brustwarze ist einfach mega, mega schmerzhaft. Und wenn dann noch jemand dran saugt, wow. Also das alleine stelle ich mir jetzt zu Hause viel schwieriger vor, damit umzugehen. Außer man hat so einen Stift, aber das weiß man, den hätte ich nicht gehabt. Vielleicht hätte mir dann meine Hebamme einen gebracht, das weiß ich nicht. Aber das war ein Riesengeschenk, dass das so war. Auch ein Riesengeschenk, dass ich eben essensmäßig versorgt war. Und auch ein Riesengeschenk, eine dritte Situation, wo mein Sohn, obwohl die Stillbeziehung von Anfang an super, super funktioniert hat, er irgend nach, ich glaube am zweiten Tag, trotzdem sehr viel geweint hat. Und er dann eine Zusatznahrung bekommen hat, weil das Krankenhauspersonal erkannt hat, richtig erkannt hat, dass er zu wenig bekommt und dass er hungrig ist. Und das war nur mit einer Zwischenmahlzeit zusätzlich erledigt. Danach war er wieder zufrieden und glücklich und danach hat auch die Milch, die er durch das Stillen bekommen hat, gereicht. Und das war erledigt. Aber auch dieses Schreien, wo ich ganz sicher das nicht deuten hätte können, dass der noch Hunger hat, weil er hat ja viel getrunken, aber es war offensichtlich nicht nährhaft genug oder keine Ahnung, was es war. Aber ich hätte das sicher nicht so schnell so richtig deuten können wie das Krankenhauspersonal. Das heißt, für mich war das diese große Lehre, ich war immer sehr und bin eigentlich nach wie vor sehr skeptisch Krankenhäusern gegenüber. Ich weiß, das ist vielleicht auch nicht immer fair und da liegt was in mir, aber ich habe da eine Skepsis eben der Schulmedizin immer wieder und ich hätte das zu Hause, diese Dinge sicher nicht so gehandelt und das war eine Versöhnung mit dem Krankenhauswesen für mich zu einem gewissen Teil und auch der Schulmedizin. Das muss ich gestehen und das ist auch sehr wertvoll, das schätze ich auch sehr an dieser Erfahrung. Und ja, das Aufstehen nach dem Kaiserschnitt, das war schon sehr hardcore, das muss ich echt sagen. Also sie haben dann am nächsten Tag zu mir gesagt, ich muss aufstehen, das brauche ich für den Kreislauf und das war wirklich boah, also mit dieser Narbe unterm Bauchnabel so schnell wieder aufzustehen. Also das hat meinen Kreislauf sehr gefordert. Das war auch super schmerzhaft. Ich habe das allerdings mit der Unterstützung des Krankenpersonals auch super meistern können. Und letztendlich ist dann das alles eigentlich sehr schnell verheilt und war dann eigentlich sehr schnell kein Thema mehr. Genau.
Ich habe dann schon, zum Abschluss möchte ich noch sagen, sicher 2, 3, 4 Jahre lang damit gehadert, der Erfahrung einer natürlichen Geburt beraubt gewesen zu sein. Also so hat sich das für mich angefühlt. Ich hatte das Gefühl, ich wurde der Erfahrung einer natürlichen Geburt beraubt. Also nicht von jemandem, aber generell vom Schicksal. Und das hat sehr an mir genagt. Die ersten Jahre, das war wirklich ein Thema, mit dem ich mich massiv auseinandergesetzt habe und das immer wieder neu in Heilung bringen konnte, neue Aspekte davon in Heilung bringen konnte. Ich habe immer wieder über die Jahre auch Heilsitzungen und Sessions dazu in Anspruch genommen und auch mit Begleitung von außen, um dieses Thema in mir zu heilen. Heute kann ich sagen, ich bin damit geheilt. Es ist klar, dass ich so viel auch aus dieser Situation gewonnen habe, was wahrscheinlich schwierig und hart geworden wäre, hätte es sich so entfaltet, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ja, ich weiß davon, dass es wunderschöne Geburten geben kann, die sogar orgasmisch erlebt werden können. Und sowas hätte ich mir wirklich, wirklich, wirklich gewünscht. Aber es ist auch okay, dass es nicht so ist. Und für mich ist es auch klar, ich bin jetzt 45, für mich war es aber auch relativ bald nach der Geburt meines Sohnes klar, dass ich kein zweites Kind mehr haben möchte. Und insofern habe ich mit dem jetzt Frieden geschlossen, dass ich in diesem Leben diese Erfahrung nicht machen kann. Und es gibt aber auch so viele Erfahrungen, die ich in meinem Leben außergewöhnlich mache. Und es gibt auch wiederum so viele andere außergewöhnliche Erfahrungen, die ich auch nicht mache. Das heißt, das ist einfach das Leben. Damit bin ich in Frieden und gekommen mittlerweile. Und es war auch spannend, erst vor ein paar Tagen hat mein Sohn auch gesagt, wo wir über die Geburt gesprochen haben, über seine Geburt, die ich ihm erzählt habe, dass er auch gesagt hat, aber du weißt ja nicht, wer weiß. Wahrscheinlich war das doch die beste Variante, die wir so haben konnten. Und da bin ich jetzt auch. Und was ich als Empfehlung mitgeben kann, ist, was ich jetzt neu machen würde, wo ich völlig, also nicht mal naiv war, sondern das war völlig ein blinder Fleck von mir, daran habe ich überhaupt nicht gedacht, dass ich dieses Verhalten, also dass ich vorher anspreche mit der Hebamme, dieses Szenario durchgehe. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass sie mich natürlich während einer Geburt angreifen wird. Warum ich davon ausgegangen bin, weiß ich nicht. Warum sie es dann auch, also sie hat es dann nicht gemacht, weil sie es auch eingeschätzt hat, dass es nicht notwendig ist, dass ich es weder brauche noch will. Aber es gab keine klare Kommunikation darüber. Und ich nehme mal an, dass dieses Thema nicht für jede Frau so wichtig ist, wie es für mich jetzt der Schlüsselpunkt sogar war. Aber ich glaube, dass es für jede Frau Themen gibt, wo ganz klar im Vorfeld kommuniziert werden sollte. Das Schwierige daran ist, dass das ja oft Themen sind, die wirklich im blinden Fleck sind, wo man nicht drüber nachdenkt, drüber zu kommunizieren. Und da möchte ich wirklich dich, falls du noch nicht Mutter bist, dich dazu ermutigen, sprich mit ganz vielen Menschen, mit ganz vielen Frauen, mit ganz vielen Hebammen darüber, über ihre Erfahrungen, damit du auf diese Dinge kommst, auf die du von selber vielleicht nicht kommen würdest. Und deshalb danke, liebe Lara, für dieses wundervolle Projekt, weil diese Videos hier sind ja schon so eine Möglichkeit. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren, auch in euch zu vertrauen, in dich zu vertrauen, in deinen Körper zu vertrauen, aber auch in deinen Weg, in deinen Seelenplan zu vertrauen, dass es auch manchmal Erfahrungen gibt, die wir uns anders vielleicht vorgestellt haben und wünschen und dass trotz allem alles in Friede und in Wohlwollen angenommen werden kann oder zumindest in Heilung später gebracht werden kann. Alles ist gut, alles ist immer für dich und mit diesem Grundsatz lebt es sich auch sehr, sehr schön in jeder Beziehung. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Alles Liebe.